Sie haben jetzt schon so ein bisschen angedeutet, wie das finanziert werden soll. Also Sie haben gesagt, die Einkommenssteuer und so, irgendwie sollen die Bundestagsabgeordneten belastet werden. Können Sie das nochmal so ein bisschen systematisch darstellen, wie Sie hier mit dem finanzieren wollen? Also es gibt verschiedene Finanzierungsmodelle. Und ich habe immer gesagt, es gibt zwei, die finde ich besonders sympathisch. Das eine kommt aus der Erwerbslosenbewegung, damals von der ehemaligen Bundesarbeitsgemeinschaft Sozialhilfeinitiative, und das andere kommt von der Arbeitsgemeinschaft Grundeinkommen bei der Linken. Ich werde jetzt vor allen Dingen auf das von der Linken Bezug nehmen, und das sieht halt folgende Finanzierungsbausteine vor. Zum einen gibt es einige Sozialleistungen, die man zusammenfassen kann, die ins Grundeinkommen einfließen, also Sozialhilfe, Arbeitslosengeld 2. Ich finde auch, dass man bei der Sozialbürokratie, die für Schikane zuständig ist, also konkret die Sozialspitze, da kann man einiges einsparen. Zweiter Finanzierungspunkt, und das ist die zentrale Säule, es soll eine 35-prozentige Netto, also eine Abgabe auf Nettoeinkommen geben. Das hat dann halt den Effekt, dass das Reichste in der Bevölkerung deutlich aufzahlen soll. Und die dritte Finanzierungssäule, die sehe ich im volkswirtschaftlichen Effekt. Man sagt immer, von jedem Euro, den ein Haushalt mit mittlerem bis niedrigem Einkommen hat, landen 33 Cent sowieso wieder im Staatshaushalt, weil die Leute Einkommen mehr ausgeben, weil es größere Konsumrückstände es gibt. Und das kurbelt dann auch wieder einiges an, und dann kann man sich auch einiges zu refinanzieren. Also kurz und gut, das sind drei in den zentralen Säulen. Und es geht darum, dass die mittleren zwei Drittel der Gesellschaft sichergestellt sind und besser gestellt werden. Ja, Sie haben das ja schon gesagt, also es gibt so umfangreiche Modelle bei den Linken. Vielleicht habe ich das ja übersehen, aber ich habe extra das Wahlprogramm der Linken besichtigt. Und da muss man sagen, kommt aber das Grundeinkommen nicht vor. Das jetzt. Und was falsch übersehen hat. Also, wie kann das sein, dass man auf der einen Seite das Linke ausgezeichnete Konzept hat, andererseits das im Wahlprogramm aber fehlt? Ja, das ist ja ein Schicksal, dass die Linke mit allen anderen im Bundestag vertretenen Parteien teilt, dass es momentan keine Partei gibt, die auch relevant im Aussicherungsrat im Bundestag einzuziehen, die für das Grundeinkommen ist. Das war ja damals im Jahr 2004 für mich auch ausschlaggebend, bewusst zu sein, es braucht jetzt ein parteiunabhängiges Netzwerk, die diese Idee des Grundeinkommens voranbringt. Weil es ist ja nicht nur ein Problem mit Parteien, es ist ja auch ein Problem in allen größeren Verbänden, Sozialverbänden, Gewerkschaften, kirchlichen Verbänden. Man hat überall glühende Fans, die von dieser Idee beseelt sind, aber die großen Organisationen tun sich immer schwer damit. Und ich finde, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht, weil ich sage immer, wahrscheinlich ist das eine Idee, wo man zuallererst auch auf den Mut und auch auf die gedankliche Kreativität der Zivilgesellschaft setzen muss. Und deswegen sage ich immer ganz gerne, in dem Moment, wenn es deutlich wird, dass die Mehrheit in der Bevölkerung für diese Idee ist, dass bei der Mehrheit in der Bevölkerung nicht mehr diese Anti-Faulheitskampagne ziehen. Wenn das klar wird, wenn es bei jedem Politiker ankommt, dann kann man doch getrost auf den Opportunismus der Parteien vertrauen. Also die Debatten um das Grundeinkommen sind ja nicht spurlos an meiner Partei, sind ja nicht spurlos an der Linken vorbeigegangen. Was uns schon geblüht ist, ist, dass wir immerhin das Grundeinkommen in die programmatischen Eckpunkte reingepackt haben. Da sind wir die erste im Bundestag vertretene Partei. Und was auch gelungen ist, aus den Diskussionen zum Grundeinkommen, dass inzwischen über alle Strömungen hinweg innerhalb der Linken, und da gibt es ja auch mehrere, ne, innerhalb der Linken verschiedene Strömungen, über alle Strömungen hinweg wird eine Forderung geteilt, nämlich dass der Sanktionsparagraf 31 komplett und sofort zu streichen ist. Ja, kann man auch dann Unterschrift leisten, die werden, glaube ich, da vorne irgendwo gesammelt. Ja, Herr Stehmann, du bist der Letzte. Der Taunus-Tag hat ja auch so einen guten Platz in Deutschland. Habe ich entnommen, dass Sie gesagt haben, dass ich schon angekündigt habe, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen von 120 Euro wurde. Das stimmt auch nicht. Wir haben sich bezogen auf unseren Parteitagsantrag von vor 2 Jahren, da haben wir ein sogenanntes partielles Grundeinkommen gleich noch 420 Euro gefordert. Das war schon
Ergebnis eines Aushandlungsprozesses innerhalb der Partei. Wir sind echt gestartet mit der Forderung von 500 Euro und 1.000 wieder 2.000 Euro. Das kann man ja mal erklären. Also 500 wäre so die Messlatte als erster Einstieg in so ein Grundeinkommen, was die anderen diskutieren, was halt dann nächstes Jahr ist. Jetzt muss man ja sagen, dass dann ja doch erfordern, ja im Wahlprogramm der Grünen nicht vorkommt. Also da hat man eben bei den Linken auf finanziellen Niveau, dass das Grundeinkommen eben nicht den Weg in den endgültigen Text geht. Also, wie gesagt, wir hatten einen Antrag auf den Parteitag und der hat 42% gekriegt, also knapp nicht die Mehrheit, die große Minderheit auf dem Parteitag, sondern zu den Linken. Kreisverhältnis, hier habe ich ihn einmal mit einer Basis und gleich eine Mehrheit an der Spitze. Jetzt eine größere Mehrheit dagegen, aber das ist auch was, das ist bei den anderen Parteien, nicht nur bei der Linken, bei den Grünen, sondern auch bei der SPD oder der CDU, beobachte ich ähnliches, dass es an der Basis durchaus mehr Leute gibt, die für den Grundeinkommen sind, als an der Spitze, die ja die Grundeinkommen ja fast nachhaltig ist. Wir haben allerdings ein bisschen was von dieser Forderung durchaus im Wahlprogramm drin, aber dazu muss ich das vielleicht mit 420 oder 500 Euro nochmal erklären, weil es da eben auch schon durch negative Resonanz oder Gelächter drüber gab, über den sicherlich geringen Betrag, den man natürlich nicht gegen nachsetzen einzieht. Ich habe schon gesagt, das ist die Forderung eines sogenannten partiellen, teilweise Grundeinkommens. Wir und ich insbesondere kommen dazu zu diesem Teilgrundeinkommen, dass wir sagen, wir brauchen jetzt einen einfachen Einstieg. Wir müssen jetzt mal das Grundeinkommen umsetzen, weil ich glaube nicht, dass wir von heute auf morgen tatsächlich ein Grundeinkommen in der Größenordnung von 800 bis 1.000 Euro oder noch mehr kriegen können, sondern wir werden erstmal mit so einem Einstiegsgrundeinkommen anfangen müssen. Das ist allerdings ein Teilgrundeinkommen, das heißt, das ersetzt nicht die jetzigen Grundsicherungsleistungen vollständig. Das ist ja sonst die Idee von dem Grundeinkommen, was der Katja Kipping vorschlägt, dass dadurch Hartz IV komplett ersetzt wird, oder das, was die Grundsicherung nennen, komplett ersetzt wird. Die Idee dieses Teilgrundeinkommens ist, den Regelsatz von Hartz IV zu ersetzen, der jetzt der 350 Euro beträgt. Und was wir auch beschlossen haben auf dem Parteitag, ist, dass dieser Regelsatz auf 420 Euro angehoben werden soll. Die Vorstellung des Antrags, den ich mitgestellt habe, war, diese 420 Euro halt nicht nur für Hartz-IV-Empfänger, Grundsicherungsempfänger zu haben, sondern für alle bedingungslos ausgezahlt. Das heißt aber, dass zusätzliche Grundsicherungsleistungen, zum Beispiel für die Unterkunft, im besonderen Lebensraum etc., die bleiben erhalten. Das heißt also, die Menschen leben nicht von 420 Euro oder eher sagen 500 Euro, sondern wenn man gar kein Einkommen hat, kriegt man die Wohnkosten noch oben drauf. Das heißt, man hat dann bei jedem so ein Minimum-Einkommen, was dann in der Größenordnung der Arbeitsgrenze sind, man ein bisschen drüber liegt. Das wären halt 850 oder 900 Euro, je nach Berechnungsmaßstab, was die Menschen zu leben brauchen. Das ist ein zweiter Punkt, den wir im Parteiprogramm drin haben. Wir haben gesagt, es darf keine Sanktionen geben, die den soziokulturellen Mindestbedarf ankratzen. Also der soziokulturelle Mindestbedarf muss immer gewährleistet sein. Wir haben kein Grundeinkommen im Wahlprogramm drin, aber wir sagen, das Minimum muss immer gewährleistet sein. Eine weitere wichtige Idee, wichtigen Bestandteil des Grundeinkommens haben wir auch mit dem Wahlprogramm. Wenn wir Susanne Wies hat das eben schon angesprochen, eine wichtige Idee bei dem Grundeinkommen ist auch, dass es jeder Mensch hat. Also es ist nicht wie jetzt Bedarfsgemeinschaft, wo die Menschen zusammengelegt werden, geguckt wird, benutzen die gemeinsamen Kühlschrank oder ähnliches, sondern jeder Mensch ist gleich viel wert. Das bedeutet auch, dass nicht zwei Personen weniger kriegen als das Doppelte von einem und das Doppelte, weil jeder Mensch gleich viel wert ist. Und das haben wir auch im Parteiprogramm drin, dass wir sagen, die Anrechnung des Partnereinkommens soll auch gestoppt werden, dass die Grundsicherung wenigstens auf die Person bezogen ist. Also Ideen des Grundeinkommens sind im Wahlprogramm drin. Wir haben auch eine Kindergrundeinkommen, Garantierente, also so dass Ideen drin sind, aber das Grundeinkommen selbst, kommt hier eben die Linke nicht in Frage.